Herzlich willkommen bei Lowbeats TV. Wir sind jetzt bei der Firma Nubert angekommen, haben uns diverse Neuigkeiten angeguckt und haben Günther Nubert gewinnen können, einige Fragen zu beantworten, wie die Innovationen sind, wo der Markt hingeht. Herr Nubert, vielen Dank dafür. Herr Nubert, was sind die Highlights? Was können wir besonders bei Ihrem Stand sehen? Wo geht's hin? Also eigentlich sind wir ja traditionsgemäß überwiegend Lautsprecherbauer. Aber bei mir war es innerhalb der Firma so, dass ich am Anfang Verstärker und Mischpultelektronik entwickelt hatte, sodass wir jetzt langsam aber sicher wieder zur Leistungselektronik zurückkommen. Ja. Und voriges Jahr haben wir den Nupower D gesetzt. Der hieß erst Nupower 2, aber da hätten die Leute auch gefragt, was ist ein Nupower 2? Da muss es doch noch ein 1er geben. Da haben wir einen D genommen und haben gesagt, aha, dann kommt auch noch ein A. Und mit dem Nupower D wollten wir zeigen, dass man mit unter 10 Kilo mehr als 2x1000 Watt mit sehr guter Qualität für Class D hinkriegen kann. Insgesamt ist es technisch so, dass die Class AB-Technik noch ein bisschen weniger Klirrfaktor, Verzerrung und Rauschen kann, obwohl der Nupower D schon meines Gefühls ungefähr 10-mal weniger Verzerrungen hat, als man überhaupt hören kann, haben wir dann gedacht, jetzt gucken wir mal, was noch möglich ist mit der Analogtechnik. Das heißt, das ist auch die Idee, weswegen Sie das Digitale und das Analoge verfolgt haben. Sie möchten einfach auf beiden Bereichen schauen, was ist möglich und dann einfach sich selber da weiter pushen. Mhm. Wir haben ja auch in unseren Subwoofern in manchen Modellen analoge Endverstärker drin und in manchen digitale. Und der Digitale hat sich dermaßen entwickelt, dass man daraus ein Full Range machen konnte, der wirklich klasse ist. Und aber eine Analogtechnik, da kann man doch zeigen, dass man in der Nähe der physikalischen Grenzen ist. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Fein. Und auf dem Lautsprechersektor ist es so, dass wir die Nu Pro Serie von den anerkannt guten Kompaktboxen auf die auf zwei Standboxenmodelle erweitert haben. Noch außerdem eine 2x100 Watt ungefähr, die für Mittel- und Hochtöner vorhanden ist, noch 400 Watt für die Bässe zusätzlich reingepackt haben. Digital D dann entsprechend aus der Technologie abgeleitet. Ja. Und das sind dann schon irgendwelche Preis-Leistungs-Wunder. Absolut, ja. Herr Nubert, wo geht der Trend hin? Wo sehen Sie die nächsten 5 Jahre? Ein bisschen unklar war die ganze Zeit, wie die Funktechnik vom, sagen wir mal, so Round Receiver zu den Boxen sein soll, ob man da jetzt auf WLAN geht oder auf Bluetooth oder auf sonst was. Aus dem Grund haben wir eine eigene Funktechnik gepackt, die so gut sein soll, wie es nur geht. Original CD-Qualität, unkomprimiert. Und ich glaube, dass das schon eine schöne Sache ist, dass man hinten an die Boxen diesen zugehörigen Empfänger aufsteckt. Soweit ich weiß, 69 Euro oder so. Und der Sender ist noch ein bisschen teurer, weil der Made in Germany ist. Und aber so Women's Acceptance-Faktor, dass keine unnötigen Kabel nicht rumliegen. Nicht zu unterschätzen, absolut der Punkt, den wir immer wieder hören. Ja. Insofern glaube ich schon, dass diese Wireless-Geschichte auch bei Mehrkanalsystemen die Zukunft sein wird. Und aktiv wird immer mehr. Und wir haben sowieso bei den Passivboxen derartig aufwendige Frequenzweichen drin, dass es nicht unbedingt zwangsläufig teurer sein muss, wenn man die Boxen dann aktiviert. Ja, prima. Herr Nubert, wir bedanken uns für die vielen Informationen, wünschen noch eine erfolgreiche Messe. Ja, nochmal vielen Dank. Danke auch.